Der Tabellenführer der Futsal-Bundesliga wurde am 17. Februar im Hotsportzentrum in Hohenstein-Ernsthal begrüßt, der TSV Weilendorf. Mit der Nummer 12 kein Unbekannter, Kennedy Ribeiro, der Brasilianer, der in der Futsal-Bundesliga von 2021 bis 2023 in 27 Spielen mit 31 Toren 23 Mal mit Hot 05 Futsal gewann und in dieser Saison für Weilendorf in 13 Spielen bereits 14 Tore schoss. Im 14. Spiel wollte er freilich ebenfalls wieder Treffer erzielen. Der Gastgeber Hot 05 Futsal, der mit vielen neuen Spielern in die dritte Bundesliga-Saison startete, arbeitete sich nach einigen Anlaufschwierigkeiten auf Tabellenplatz 3 hoch. In der Hinrunde musste man sich Weilendorf 5:2 geschlagen geben. Das sollte in der Rückrunde nicht passieren. Wir hatten ganz viel Zeit vor diesem Spiel heute, weil war diese Länderspielpause. Und dann haben wir viele Videos angeguckt, wie Weilendorf spielt, also defensiv, wie die gehen zum Attack, wie die mit Torwart spielen für Flygoalkeeper oder ein anderer Feldspieler als Flygoalkeeper. Und dann hatten wir probiert, so diese Defensiv, diese Taktik. Und ja, und dann diese Woche, letzte Woche vor dieser Vorbereitung für dieses Spiel, dann haben wir uns, okay, entscheiden, wir machen diese Taktik, wenn die spielen mit diesem Torwart ist so, wenn andere Torwart so, wenn Feldspieler so. Und wir hatten eine sehr gute Vorbereitung gemacht. Der Keeper Emerson Pott spielte am 17. Februar nicht mit. Er war einer der Trainer beim 5. Futsal-Feriencamp mit fast 50 Kindern. Also ab Montag bis Freitag, jeden Tag zweimal Training mit den Kindern. Um 9 haben wir angefangen, 9.15 Uhr bis 11 Uhr ungefähr. Und dann alle zusammen gegessen und danach wieder trainiert. Also bis 15 Uhr. Und jeden Tag hat viel Spaß gemacht. Aber sehr müde immer jeden Tag. Und danach hatten wir auch Selbsttraining mit der Bundesliga-Mannschaft. Und heute haben wir das letzte Tag gemacht mit einem Turnier mit Erwachsenen, mit Kindern, alles zusammen. Und ja, auf jeden Fall hat viel Spaß gemacht. Vielleicht wird man das eine oder andere Kind einmal in der Futsal-Bundesliga sehen. Also in meiner Gruppe, ich konnte schon sehen, das waren viele Kinder mit guter Qualität, mit guter Ballkontrolle, guter Schießung. Also die waren 8 Jahre alt und sehr stark schießen, gute Pass schon, das ist nicht so normal. Ne? Und dann die Mittelgruppe war auch viele Jungs, sehr gute Spieler. Und letzte Gruppe auch, aber da war ich nicht so zusammen. Ich war mehr mit den Kindern, mit den Kleinen. Und ja, da konnte ich sehen, so richtig gute Spieler. Also, wenn die wollen, die können sehr gute Spieler in der Zukunft werden. Die Kinder konnten sich beim Futsal-Bundesligaspiel so einiges abschauen. Emerson Potts Eindrücke von dem Spiel. Ja, heute war ein schwieriges Spiel gegen den ersten Platz. Und natürlich, für Torwart, das ist immer etwas schlimmer. Letztes Spiel hier, Heimspiel gegen St. Pauli habe ich gespielt, die 40 Minuten. Und auch in Stuttgart habe ich gespielt, aber jetzt war Litvinenko auch unsere Nummer 1. Und hat sehr gut gespielt, sehr gut gespielt. Hat Pass für Tore gegeben, hier hinter gehalten, sehr gut. Und naja, Weilendorf ist ein guter Gegner. Unsere Defense war super, aber in Attack auch. Hot 05 Futsal ging sofort nach Anpfiff auf Angriff über. Und wunderschön herausgespielt, hieß es gleich in der ersten Minute durch Dimitro Sorokin 1:0. 2 Minuten später war Weil im Dorf am Zug und glich durch Kennedy Ribeiro aus. Im Anschluss war zwar auf beiden Seiten viel Bewegung auf dem Feld, aber man hatte sich trotz der mitunter sehr hektischen Spielweise gegenseitig im Griff. Viel Chance für jeder, für beide Mannschaften. Schießen von Mittelfeld, von ganz hier vorne. Und beide Torwart, Philipp Less auch, Nationaltorwart, hat sehr gut gehalten, unser Torwart auch, Dimitro. Und ja, also alle Spieler, wer gespielt hat, die haben alle sehr gut gespielt. Keine Ahnung, so nicht so viele Fehler von allen und war ein Top-Spiel. Man sah, dass in der Vorbereitung beide Mannschaften ihre Hausaufgaben machten. In brenzligen Situationen half auch einiges Glück. Bis dann in der 18. Spielminute Christopher Wittig das 2:1 für Hot 05 Futsal erzielte. Mit diesem Ergebnis ging es dann nach 20 Minuten in die Pause. Nach Wiederanpfiff wieder viel Bewegung und gute Chancen, die allerdings ergebnislos blieben. Bis in der 26. Minute Kennedy Ribeiro seine Klasse zeigte. 2:2 Ausgleich. Danach weiter spannender Futsal für die Zuschauer. Gute Chancen, aber keine Tore. Bis zur 36. Minute. Erneute Führung für Hot 05 Futsal durch Christopher Wittig.
Mit Kaltschnäuzigkeit buxierte Dimitro Sorokin in der 38. Minute den Ball ins Tor. Damit siegt der Hotno 5 Futsal 4:2 gegen TSV Walmdorf. Ja, jetzt haben wir noch 4 Spiele, also 2 auswärts und 2 Heimspiel. Und wir wollen alle gewinnen, das ist unser Ziel. Und dann fangen wir mit Playoffs an. Wir sind jetzt im 2. Platz oder 3. Kommt darauf an, wie Hamburg steht. Und ja, also Playoff, wir müssen 100% geben. Jetzt ist noch, wir können noch etwas Neues probieren, wir haben noch Zeit, aber wir wollen immer gewinnen. Hamburg hatte gegen Regensburg verloren, sodass Hotno 5 Futsal auf Tabellenplatz 2 hochrutschte.